Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8. In der letzten Folge haben wir mit dem Mondcup weitergemacht. Und ich weiß nicht, ob ich mit den Baby-Charaktern weiter... Nee, machen wir nicht. Wir machen hier weiter. So. Mit dem Mondcup gespielt. Und heute machen wir weiter mit dem... Fruchtcup. Okay, und ich glaube, die... Schießschanze, nee, die ist, glaube ich, nicht aus der Wii-Version, oder? Ich glaube, das ist nicht Varios Piste. Nee, da gab es doch eine Skispringen. Das werden wir gleich sehen beim Skispringen dann. Das werden wir dann sehen. Haben wir schon wieder eine Mario Kart Tour-Strecke. So. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich dieses Rennen nicht mit 3 Sternen beenden können, also diesen Cup, weil Mario ein sehr schwerer Charakter ist. Und das hier auf die Geschwindigkeit vom Kart und sonst was aufbaut. Hä? Bro, ich habe doch ein Item genommen, gekriegt oder nicht? Und diese Strecke ist ein bisschen wie die die Mumu Farm oder so. Wie hieß die Kacke doch? Mumu Farm. Die ist ein bisschen ähnlicher. Okay, hier ist ein Ding. Perfekt. Daisy ist hier. Okay, jetzt fahren wir geradeaus. Ja, jetzt wollte ich gerade die Nase kratzen, weil wir gerade ausgefahren sind und dann passiert der Kack. So. Hier. Okay. Hier. Wir müssen jetzt so fahren, hier. Bro, wo wurde ich gerade überholt? Bro, wieso hat der mich überholen können? Bro, what? Wir fahren jetzt die ganze Strecke rückwärts gerade. Oder teilweise zumindest. So, Blumenfelder sind es. Ne, der Abstand ist nicht weit genug. Ah ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und gewonnen. Es kam keine blaue dieses Rennen. Könnte ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich vermute allerdings ein schlechtes. Okay, die haben Items drauf. Okay. Gut zu wissen. Game Boy Advance. Ich hoffe, dass das die Abkürzung überhaupt ist. GBA, Game Boy Advanced. So. So. Easy. Ich habe jemanden getroffen mit dem grünen Panzer. Echt jetzt? Stimmt, was mir gerade auffällt, manche Charakter bauen den Boost, den Lila nennen, ist schneller auf als andere. Okay, perfekt. Okay, die Strecke ist relativ kurz, wenn ich sagen darf. Es geht. Es geht, aber sie sind schon recht kurz hier. So, Item mitnehmen und wieder ein lila Boost aufbauen. Letzte Runde und wir haben immer noch keinen blauen bekommen.
Ich soll es nicht so verschreien, weil sonst kriegen wir echt noch einen blauen hier ab. So. Wahrscheinlich in der letzten Kurve kriegen wir ihn vorm Ziel. So. War ja klar. Sag ich doch, letzte Kurve sogar. Alles richtig gesagt. Fertig. Wie gesagt, letzte Kurve war's. Aber egal. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Rennen. Ah. Donkey Kong. Na doch, ich glaube, die Strecke ist auf der Wii gewesen. Doch, doch, die war auf der Wii. Die dürfte... Ja, war sie auch. Sehe ich jetzt gerade erst. Ja, Wii-Strecke. So. So, hier. Perfekt. So, einmal... Stimmt, hier kann ich jetzt den richtig fetten lila Boost aufbauen. In den Tiefschnee möchte ich nicht fahren. Gut, hier. Bin ich echt gerade durch... Bro, holy shit. Gut, perfekt. Perfekt, ja? So gefällt mir das doch. So, perfekt. So, und es kommt jetzt schon eine blaue. So, hier. So. Bro, war das knapp. So, hier. Hier. Und hier. Perfekt. Letzte Runde geht jetzt rein. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt nicht mal noch einen blauen, noch mal eine blaue kriegen. Das wäre bescheuert. Also abbekommen. Wenn wir sie selber kriegen würden und dann abzünden, was würde dann passieren? Eigentlich. Wenn der erste Platz eine Blue Shell hat. Was passiert eigentlich, wenn man die dann losschickt? Das würde mich halt echt interessieren. Was würde passieren? Ach komm, echt jetzt. So, hier. Perfekt. Perfekt. Perfekto. So, wird noch irgendwann von meiner Banane getroffen? Naja, sah nicht so aus. So, gehen wir ins letzte Rennen von diesem Cup. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Weil ich schaue mir eigentlich nie die Rennen an, bevor ich den Cup starte. Also ich meine die Vorschau. Yoshi's Island. Okay. Letztes Rennen. So, hier. Okay, die Strecke scheint einigermaßen klein zu sein, wie es ausschaut.
Bro, ich bin Dritter und krieg eine Banane und einen roten Panzer. So, perfekt. Okay, wo fliegen wir jetzt hin? Okay. Ah, mir fällt jetzt erst auf, dass es Yoshi-Coins sind. Okay. Perfekt. Hier sind also auch wieder angepasst an das Game. Es war knapp. Sehr knapp. So. So. Komm, ich wollte gerade die letzte Münze da einsammeln. Gut, irgendjemand hat es eingesammelt. So, jetzt haben wir eine Hupe. Nicht mehr. Als ob wir jetzt echt keine Hupe mehr haben, ne? Habe ich mal eine und dann kommt ein Blitz. So, letzte Münze eingesammelt. Perfekt. So. Bin da falsch geflogen. Perfekt. Nein! Als ob! Dritter! Als ob Dritter. Ach komm, echt jetzt? Als ob echt in der letzten Kurve, ne? Ich hasse es mal wieder. Ich hasse es. Und sag mal her, was das spannendste Rennen war von diesem vier Stück. Oder interessanteste. Also ich fand das letzte Rennen jetzt, glaube ich, am interessantesten. Auch wenn ich nicht Erster geworden bin. Das erste. Okay. Warum machen wir das hier? Naja, jetzt kriegen wir wieder einen Stern, weil wir einmal Dritter geworden sind. Sag ich doch. Naja, da würde ich allerdings jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir mit dem nächsten Cup weiter. Ciao. Euer Gladius.